Hallo und guten Tag zu einem neuen Film aus der Reihe Marvin Metalwork. Im letzten Film habe ich angekündigt, dass ich mir einen neuen Schweißtisch bauen möchte. Was wir hier sehen, ist das, was ich bislang immer als Schweißtisch verwendet habe. Und das, was wir hier sehen, ist das Rohmaterial für einen neuen Schweißtisch. Wie dieser Schweißtisch aufgebaut wird und wie ich das alles mache, wird das folgende Video zeigen. So, wie man das jetzt hier sieht, habe ich eine ganze Menge von Material angeschafft. Dabei handelt es sich um Quadratrohr. Das Quadratrohr hat ein Außenmaß von 60 x 60 mm mit einer Wandstärke von 4 mm. Das sind also richtige Kracher. Ich verspreche mir davon, dass dieser Tisch halt unter thermischen Belastungen die Form behält und sich halt nicht verformt. Wie man oben drauf sieht, habe ich 4 Rollen dafür auch besorgt. Es handelt sich hierbei um Schwerlastrollen, die jeweils 300 Kilo tragen können. 2 Rollen davon sind gebremst, sodass ich diesen Tisch stoppen kann. So, liebe Bastelfreunde, was habe ich überhaupt vor? Ich möchte mir einen neuen Tisch bauen, weil dieser Tisch hier, der mich jetzt schon seit Jahren begleitet, irgendwie erstens zu klein geworden ist. Zweitens möchte ich, dass dieser Tisch stabiler wird. Und drittens möchte ich, dass dieser Tisch richtige Tischbeine bekommt, mit Rädern drunter, sodass ich ihn hier in diesem Raum möglichst leicht hin und her fahren kann und die Position auch verändern kann. Was mir an dieser Schweißauflage sehr gut gefällt, ist die Anordnung dieser Streben. Das sind 30 x 30 mm und 2 mm Wandstärke Quadratprofile, Vierkantprofile. Die haben den Vorteil, dass man also mit normalen Zwingen überall dazwischen kommt und irgendwelche Werkstücke mit ganz normalen Zwingen halt richtig fest verspannen kann. Dann habe ich mir hier so Art Nutensteine hergestellt. Jeweils haben sie so ungefähr die gleiche Funktion. Da kann ich also, ja, das kann ich auch. Man kann die also von unten dann durchführen. Oben dann zum Beispiel eine Halterung reinmachen. Und kann die halt dann entweder mit so einer Rändelschraube oder eben einer normalen Mutter komplett festzurren, sodass also das Werkstück, was dann hier oben drauf liegt, wirklich sehr fest gespannt und auch gesichert ist. Diese Materialstärke ist leider nicht dazu geeignet, dass man unter thermischen Belastungen, die ja beim Schweißen entstehen, die Werkstücke so fest spannen kann, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Das gibt einfach die Materialstärke dieser Streben nicht her. Genauso auch die Aufnahme von Wärme ist ja auch begrenzt. Es ist halt einfach nicht so ein massiger Tisch. Der neue wird erheblich massiger und erheblich stabiler, sodass ich mir davon verspreche, dass diese 60 x 60 mm Profile mit 4 mm Wandstärke genügend Wärme aufnehmen können und auch dabei eine entsprechende Stabilität noch aufweisen, dass sich die Werkstücke darauf halt dann nicht mehr bewegen können und bei Erkalten dann halt gerade zusammengefügt werden können. Das wäre für mich wichtig, da es in der Zukunft möchte ich einige Rahmen herstellen, wo es dann also erforderlich wäre, dass man da den geringstmöglichen Verzug überhaupt hat. So, ich habe jetzt hier genügend geredet. Jetzt fangen wir mal mit dem Tisch an, sonst wären wir nie fertig. So, wie man jetzt hier deutlich sieht, wir haben Januar 2021. Wir befinden uns mitten in der Pandemie. Der härteste Lockdown ist gerade angesagt und wir sind kurz nach Weihnachten. Was ihr dort seht, diese blaue Säge, ist mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ich bin auch dankbar, dass ich sie habe, denn die Profile, die mir übersandt wurden,
haben leider alle ganz miese Sägungen gehabt. Von daher musste ich alles nachsägen, alles gerade sägen und vor allen Dingen auch wieder, dass das einigermaßen vernünftig aussieht. Bei der Säge handelt es sich um eine Metallbandsäge, die 150 mm in der Breite sägen könnte. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich. 60 x 60 mm, 4 mm Wandstärke. Ein Profil wiegt knapp 10 Kilo und das sind alle Teile, die gesägt wurden. Wie man hier sieht, bin ich mit den 8 Profilen für die Auflage fertig geworden. Ich musste an jedem Ende halt das alles nochmal neu abschneiden. Der nächste Schritt, den ich jetzt machen werde, sind die Querträger, die unterhalb der Tischauflage dann angeschweißt werden. So, ganz kurz zur Berechnung des Querträgers. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Profile für die Tischauflage. Darunter muss jetzt der Querträger installiert werden. Wie berechnet er sich? Er berechnet sich ganz einfach aus 8 x 60 mm für jedes Profil, was oben die Tischauflage bildet, beziehungsweise 31,5 mm die Zwischenräume zwischen den Auflagen. Das ergibt dann eine Gesamtbreite, wie hier unten in der Rechnung zusammengefasst, von 700,5 mm. Ist natürlich jetzt Pfennigfuchserei, diesen halben Millimeter schenke ich dir. So, die beiden Querträger liegen jetzt vor mir. Woran ich jetzt denken muss, ist, dass ich da an diesen Tisch auch Tischbeine anbringen möchte. Diese Tischbeine werde ich auf eine sogenannte Grundplatte schweißen. Und diese Grundplatte wiederum möchte ich mit dem Tisch verschrauben. Ich möchte die also auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder abschrauben können für irgendwelche Wartungszwecke oder vielleicht, dass ich ihn vielleicht mal irgendwo hin transportieren möchte. Dazu muss ich jetzt hier erstmal die Gewinde anreißen. Nachdem ich nun die Gewinde angerissen und gekörnt habe, bohre ich zunächst die mittleren Löcher. Das werden die Löcher, wo genau diese Flacheisen von innen verschweißt werden, damit ich mehr Fleisch bzw. Metall habe, um dann die Gewinde hineinzubohren. Das macht dann einmal 10 mm, was ich da jetzt gerade säge, plus die Materialstärke der Vierkantrohre, 4 mm, macht zusammen dann eine Gewindetiefe von 14 mm. Was man da jetzt sieht, ist ein Flacheisen, 100 mm breit und 10 mm dick. Hier kommt auch meine kleine Bandschleifmaschine zum Einsatz. Ich entgrate jetzt praktisch nur die Metallstreifen, die ich mit der Säge gesägt habe. Ich habe jetzt für die Querträger insgesamt 4 Verstärkungen ausgesägt, die ich dann von innen, hier innen drin, verschweißen werde.
Die dienen also als Verstärkung dafür, weil ich jetzt hier Gewinde reinschneide, sind sie von innen praktisch, tragen sie nochmal 10 mm auf, sodass also das Gewinde eine ausreichende Tiefe hat, wenn ich dann die Schrauben von außen rein drehe. Sonst wäre das Gewinde halt nur 4 mm, das ist mir ein bisschen zu wenig. Wenn ich das jetzt von innen da hineinschweiße und dann das Gewinde durchbohre, dann komme ich auf stolze 14 mm Gewindetiefe, das müsste reichen. Gesagt, getan. Hier sieht man jetzt die Originalschweißung in verdunkelter Form. Hier verschweiße ich jetzt durch das mittlere geöffnete Loch den Flachstahl, der sich innerhalb des Vierkantprofils befindet. Hier sieht man jetzt, wie ich von Hand die Gewinde in die Querträger hineinschneide. Dazu habe ich ein bisschen Schneidöl verwendet. Und die Gewindeschneider sind Einganggewindeschneider. Ich mache also mit einer Bohrung das Gewinde komplett fertig. Noch kurz sauber gemacht. Die Schraube könnte jetzt noch nicht passen. Bisschen Pressluft hinterher und dann passt das. Nun kommen wir zur Tischbeinaufnahme. Hier dazu die Detailzeichnung. Wie hier gut zu sehen ist, befindet sich hier oben das 60x60 mm Profil. Darunter befindet sich auf dieser Seite der Querträger. Dem gegenübergestellt ist ein zweiter Lagerbock. Und zwar aus dem Grunde, damit die Fußplatte, die hier von unten dann gegengeschraubt ist, auch hier gelagert ist mit einer Schraube. An der Fußplatte selber befindet sich dann das Tischbein. An dem Tischbein unten erneut eine kleinere Fußplatte, die zur Aufnahme für die Lenkrolle dann als Verschraubung dient. Die Gesamthöhe des Tisches beläuft sich auf 840 mm. Die Lenkrollen haben einen Durchmesser von 125 mm. Und das Tischbein wird aus demselben Material gefertigt wie hier oben die Schweißtischauflage. Um die eben gerade gezeigten Teile alle herzustellen, muss ich natürlich wieder alles zusägen. Wie man jetzt hier sieht, muss ich erst wieder das Profil am Ende gerade sägen, weil es wirklich in einem nicht besonders guten Zustand vom Händler übersandt wurde. Ich muss sagen, diese Säge habe ich ja nun neu und das erste Projekt damit verarbeite ich gerade. Und ich muss wirklich sagen, die hat sich bislang sehr, sehr, sehr gut gehalten. Nachdem ich nun die Tischbeinauflage auf der Detailzeichnung vorgestellt habe, habe ich die Teile im Wesentlichen alle ausgesägt. Was sieht man hier? Hier befinden sich die Querträger, die wir vorab schon behandelt haben, mit den entsprechenden Schraubgewinden. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 Tischbeine. Das sind die 4 Lagerböcke, die den Querträgern gegenübergestellt werden. Hier müssen auch noch Gewinde gebohrt werden. Hier sind die 1, 2, 3, 4 Verstärkungen, die von innen wiederum verschweißt werden, damit die Gewindetiefe auf 14 mm Tiefe steigt. Hier vorne im Vordergrund sind die großen Grundplatten, wo die Tischbeine aufgeschweißt werden und diese Grundplatten erhalten noch Bohrungen, sodass man das mit den Querträgern und den Lagerböcken dann verschrauben kann. Auf den Grundplatten sieht man die 4 kleineren Platten, das werden dann die Verschraubungen für die Lenkrollen.
Und hier in meiner Hand habe ich kleine Platten, die dienen alleine dazu, um dann die Stirnseiten der Lagerböcke bzw. der Querträger verschweißen zu können, sodass die dort geschlossen sind. Das war's schon, was alles unter der Schweißauflage dann zum Einsatz kommt. Heute ist draußen ein relativ stürmischer und total verschneiter Tag. Alles ist zugeschneit. Wir haben bestimmt 30, 40 Zentimeter Neuschnee. Draußen ist es gruselig kalt, minus 7 Grad. Ein idealer Tag, um im Keller irgendwelche Sachen herzustellen. Tja, und was macht man dann? Natürlich, man baut an seinem Schweißtisch weiter. Ich muss jetzt noch die Verstärkungen von innen für die Lagerböcke einschweißen. Dazu starte ich jetzt hier mein Schweißgerät, stelle es auf 120 Ampere, speichere die 120 Ampere ab und fange an zu schweißen. Wie man hier sieht, muss ich wieder eine ziemlich genaue Schweißung durch dieses winzig kleine Loch vornehmen. Hier noch einmal dichter dran und in der nächsten Einstellung gehen wir noch dichter dran. So wie man hier jetzt gleich sieht, kann man ganz prima das Schmelzbad bilden in diesem kleinen Loch. Dann gibt man den Schweißzusatz hinzu, dann verläuft das alles. Und im richtigen Moment ist das alles verschweißt. Jetzt möchte ich einmal zeigen, wie ich die Stirnseiten mit den kleinen Platten verschließe. Diese Platten haben eine Stärke von 5 mm, werden zunächst mit einem Magneten auf dem Profil fixiert, wie man hier sieht. Hefte ich jetzt gerade diese kleine Platte an, dann hält sie sich von alleine durch die beiden Heftpunkte und jetzt fahre ich die einzelnen Schweißbahnen ab. Ich verwende dazu mein WIG-Schweißverfahren, weil ich möchte gerne ganz feine, flache, nicht auftragende Nähte haben. Und das gelingt mir am besten mit meinem WIG-Schweißgerät. Hier noch einmal der Schweißvorgang im verdunkelten Zustand. Erst wird die Platte geheftet und dann im Anschluss mit Schweißzusatz langsam verschweißt. Hier sieht man jetzt etwa eine 2,5-fache Geschwindigkeit des Schweißvorganges. Sehr schön zu sehen, wie flach diese Nähte sind. Es wird wirklich nur das Profil und diese kleine Platte miteinander verschweißt. Die Naht an sich trägt kaum auf. Ich möchte im Anschluss das alles schleifen und wenn ich dann damit fertig bin, sieht das genau so aus. Dementsprechend habe ich jetzt alle Teile bearbeitet. Das bedeutet, ich habe alle Löcher in die Fußplatten gebohrt bzw. in die Lagerböcke. Ich habe alle Gewinde geschnitten. Und ich habe alle 12 Stirnseiten mit diesen kleinen Platten schweißtechnisch verschlossen. Nachdem die ganzen Einzelteile jetzt fertig gemacht wurden, gebohrt und die ganzen Gewinde hineingeschnitten, sowie gesägt, die Enden an beiden Seiten auch verschweißt, können wir so langsam beginnen,
und den Schweißtisch zusammenzuschweißen. Ich werde dabei zunächst mit den Tischbeinen beginnen, weil ich dazu noch meine alte Schweißauflage verwenden werde. Wenn das dann fertig ist, werde ich die Schweißauflage abnehmen und die Böcke, die da drunter sind, dafür nutzen, die neue Auflage zusammenzuschweißen. Zunächst hefte ich die Platten an die entsprechenden Tischbeine an. Hier eine extreme Nahaufnahme eines Mack-Schweißvorganges. Das ist hier eine Kehlnaht zwischen einer Fußplatte und einem Tischbein. Auch hier entstehen Kehlnähte zwischen der großen Fußplatte und dem Tischbein. Jetzt sind alle Beine fertig geschweißt und jetzt, wie schon gesagt, komme ich dazu, dass ich die vorhandenen Böcke als Schweißunterlage nutze und den Tisch zunächst erstmal in Einzelteilen auf den Böcken sortiere. Jetzt habe ich es genau ausgerichtet und der erste Querträger wird angeheftet. Auch hier muss ich sagen, erst habe ich alles geheftet, damit das maximal gerade wird. Und dann habe ich das in Stückschweißungen Stück für Stück immer gegenüberliegend diagonal verschweißt, um möglichst geringe thermische Belastung der Bauteile zu haben. Hier sehe ich zugegebenermaßen schon ein wenig fertig aus, aber das sind so die letzten Tätigkeiten, da ich ja die Tischbeine und auch die Rollen zum Schrauben gebaut habe, schraube ich die jetzt an. Und danach wird der Tisch dann fertig sein. So, liebe Bastelfreunde, so sieht der Tisch aus. Er ist wirklich stattlich geworden, ganz schöner Brocken, wiegt etwa 123 Kilo, lässt sich sehr, sehr, sehr leicht rollen auf diesen Schwerlastrollen, ist 1,49 Meter breit geworden, 84 cm hoch und 70 cm in der Tiefe. Nochmal zu den Rollen. Der lässt sich wunderbar manövrieren. Ich bin sehr zufrieden. Nachdem ich nun den gesamten Bau des Schweißtisches dokumentiert habe, möchte ich ganz kurz ein Resümee schließen. Dieser Tisch hat etwa 240 Euro an Materialkosten in Anspruch genommen. Die Bauzeit beziffere ich irgendwo zwischen 12 und 15 Stunden. Das Gewicht dieses Tisches spricht für sich. 123 Kilo wollen erstmal zusammengeschweißt werden, aber anders. Dieser Tisch bietet natürlich jetzt auch beim Schweißen sehr viele Vorteile. Er hält thermischen Belastungen wesentlich besser stand. Er ist wesentlich stabiler und irgendwie hat man richtig was in der Hand, wenn man mit diesem Tisch etwas macht. Das war mir sehr wichtig, deswegen habe ich ihn mir gebaut. Und natürlich, ihr habt recht. Es gibt natürlich tolle Bausätze zu kaufen mit diesen modernen 16 mm Lochplatten. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir so etwas zulege und dann zusammenbaue. Aber so ein Tisch hätte nicht den Stellenwert bei mir wie den von mir selber konstruierten und gebauten Tisch. Und er hat eine stattliche Breite von 1,49 Meter. Das haben diese Lochtische nur dann, wenn man ihn auch entsprechend bestellt. Ich bin mit diesem Tisch hoch zufrieden. Ich möchte mich noch einmal ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt.
Über einen Daumen nach oben freue ich mich immer tierisch, muss ich wirklich sagen. Und während dieser Bauphase ist mir eine neue Idee gekommen, die ich in Kürze auch veröffentlichen werde. Da handelt es sich auch um das Schweißen, allerdings um das absolut minimalste Punktschweißen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal Marvin Metalwork. Tschüss.